Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Ja, hier sind wir da. Freitags, 19. Tag im zweiten Sommer hier. Es regnet und stürmt. Wissen wir jetzt, unsere Frau steht in der Küche oder an der Küche. Okay. Dann tue ich gleich mal mit ihr sprechen. Manchmal finde ich an den unwahrscheinlichsten Orten Inspiration. Ja. Ja, so, ja, das. So, jetzt gucke ich mal. 230 Pünktle brauchen wir noch hier. Die kriegt wieder ein Wein geschenkt. Jetzt haben wir erstmal Wetterbericht. Willkommen. Wie schaut's denn aus? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Ja. Zwei Tage Regen. Mehr brauchen wir auch nicht. So, die Geister. Was sagen denn die? Sie sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf meiner Seite sein. Das finde ich aber öd. So, ich gehe gleich mal in den Keller. Ja, ich habe mir jetzt mal wieder ein paar Mods angeschaut. Es gibt gar einen Mod hier, der tatsächlich diese Teile hier entfernt, diese Fässer hier. Die sollen nicht, aber die Mülldinger hier. Ja. Gut, dann habe ich aber gesehen, wann der zuletzt geupdatet worden. Dann habe ich gedacht, nee. Das lassen wir lieber mal bleiben. Vielleicht funktioniert der Mod nämlich auch gar nicht. Weil da auch nichts dran stande. Ob da irgendwie noch kompatibel wäre, ne? Es gibt so viele Mods für Stardew Valley, das ist gigantisch. Manches auch kosmetisch. Jo, das ist das, was du wolltest. Sehr schön. Also es ist enorm, was da in der Modding-Szene so gemacht worden ist auch. Ein neues habe ich jetzt. Und zwar hat sich hier mit der Küche, da habe ich auch nicht gesucht, danach gezielt. Also man bräuchte hier mal wirklich ewig lang, bis man mal alle Mods so ein bisschen durchguckt, was es da so gibt, ja. Ich hätte da noch so einige Anregungen, aber je nachdem, wie man die auch findet. Zum Beispiel, dass der Wein zum Beispiel schneller produziert wird und so, der wird ja viel zu langsam gemacht und so. Das ganze Einmachen, das dauert viel zu lang, finde ich. Es müsste tatsächlich so ein Spielzeit gehen, also dass an dem Tag zum Beispiel das dann schneller fertig wird. Aber das dauert ja teilweise Tage. Gut, hier sehe ich jetzt noch nichts Neues. So. Aber hier sehe ich was. Und zwar. Dieses kleine Symbol hier. Damit kann ich jetzt sagen, ich möchte dieses Lager hier, also diese Kiste, als zusätzlichen Kühlschrank verwenden. Ich habe geguckt nach Erweiterung. Das hat mich aber alles nicht so angemacht. Da waren welche, die waren auch schon uralt. Und dann habe ich mir den rausgezogen. Da kann ich jetzt jede Kiste, die ich hier im Haus oder irgendwo, glaube ich, platziere, sogar als Zutatenkiste markieren. Und dann kann ich praktisch damit kochen. So, und jetzt sehen wir ja tatsächlich Rotkohl. Jetzt können wir hier mit Rotkohl kochen hier. Oder hier Brot, knuspriger Barsch, Spaghetti. Ja, wir haben jetzt bald tatsächlich Zugriff auf alles Eingelagerte hier, was wir in der Kiste drin haben. Das finde ich genial. Jetzt habe ich gerade Kopfsalat gelesen, anstatt Kohlsalat oder Kochsalat. Ja, was noch schön wäre, wenn zum Beispiel diese Kochliste hier. Also, das hier. Das ist teilweise auch ein bisschen wonky gemacht hier. Mit den Rezepten, da sollte auch was anderes gemacht werden. Es kann auch, man kann auch die Sachen freischalten generell, ja. Gut, aber die werden wir nach und nach vielleicht mal freikriegen hier. So, wir haben wieder einen Brief. Heute hat, glaube ich, auch der Demetrius Geburtstag. Wenn mich nicht alles täuscht, sozial ist, aber das sieht man hier, glaube ich, gerade. Aber doch, ich kann hier über meine Option gucken. Geburtstag, Sommer, der 19. Also im Sommer hat er immer Geburtstag. Hier gibt es ja keine Monate, das wurden ja als Quartal hier gemacht. Ein Quartal sozusagen, eine Saison hat ja immer 28 Tage bei Stardew Valley. Der möchte Bohneneintopf, den haben wir zufällig da. Der wird nämlich hier hervorgehoben. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, warum wird das da so komisch hervorgehoben. So. Der Mais ist reif und die Blaubeeren sind auch reif, sehr schön. Der Rotkohl ist noch nicht reif, nein. Beim Mohn, ja, da sind die auch noch, und auch, wir warten auf den anderen Mohn. Da verlieren wir zwar jetzt Zeit, aber egal. Wir haben so viel Krempel hier.
Hi Legolas, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf, Joey. Ja, warum sagt ihr, pass auf dich auf? Natürlich mache ich das, ich bin ja nicht blöd. So, aber das ist nett hier. Vielen Dank, Jody, ne? So, was haben wir denn hier? Brillen, Krebse und so weiter. Ja, das Übliche hier wieder. Ich habe mal wieder die Reuse eingesammelt hier. Das passiert mir hin und wieder hier. Oder manchmal würde ich gern hier ein Eingabefenster haben, um Stacks besser teilen zu können. So, und da ist was passiert. Da sind Felder kaputt gegangen. Oh ja, da habe ich vergessen. Ja, warte mal. Da habe ich vergessen, glaube ich, Sommerschmuck zu pflanzen. Naja, egal. Lass mal die halt jetzt erstmal brach liegen. Was soll's? Dann tun wir sie nachher wieder neu machen. Ja, komischerweise da unten zum Beispiel, das Feld hier, das Stück, was ich da zu viel rausgehoben habe, das hat dann nicht kaputt. Das geht einfach nicht kaputt hier. Aber das andere, ja, hier, da zack, bums, zerfallen. Wenn du das nicht bearbeitest, dann ist es gleich weg. Das ist immer ein bisschen nervig. So, der eine Weizen hier. Der nervt mich eigentlich schon ewig. Den habe ich ja eigentlich auch zu viel gebaut. Wisst ihr was? Den mache ich jetzt einfach mal kaputt. Da bauen wir dann noch eine neue Melone an. So, jetzt holen wir uns wieder den Hopfen hier. Ja, jetzt ist es allerdings halt so, dass ich den Hopfen jetzt immer in den Keller runterlegen muss. Damit es auch passt, weil wir jetzt alles im Keller haben. Melone. Ich glaube, die Melone lasse ich hier noch weiter. Und die hier, die ernte ich schon mal. Ich habe auch noch einen größeren Rucksack geguckt, aber da stand, dass es Probleme macht, hier irgendwie dann noch eine Zeile hinzuzufügen. Dass man da dann nicht sozusagen runterscrollen kann. Das habe ich dann auch lieber die Finger davon gelassen. Ich möchte mir da hier nicht irgendwas kaputt machen im Spiel noch hier. So, da ist auch Mond. Der ist zwar auch reif, aber ja, ihr wisst ja. So, jetzt ernten wir mal die Blaubeeren. Captain Blaubeer. So. Es ist halt teilweise wirklich so, du rennst viel mehr rum, weil dein Inventar zu klein ist. So, beim Mais, da müssen wir mal gucken, ja, wir haben noch Platz. Beim Mais, der wächst ja auch nächste Saison noch. Der bleibt hier wahrscheinlich dann bestehen und der Rest, der vergeht dann wieder, ja. So, da kann man ganz viel mit dem Mais hier machen. Ja, übrigens den Mod. Entschuldigung. Remote Fridge Storage, den habe ich auch verlinkt in meiner Liste wieder, in meiner Modliste in der Videobeschreibung. Da, wenn den jemand sucht, könnt ihr ihn da eben finden. So. Es gibt auch ein noch größeres Haus oder noch größere Keller oder so kann man ja machen hier. Das habe ich eben einfach mal ignoriert. Wie gesagt, stopp, ich bin falsch. Weil es reicht jetzt erst einmal. Wir haben ja eigentlich außen noch viel Platz hier auch. Und ja, je nachdem, den ganzen Platz den verwenden will ich jetzt eigentlich auch nicht. Es gibt tatsächlich auch eine Mod, dass man hier industriell viel machen kann. Also da habe ich mir gedacht, naja, also da musste ich ganz spontan dann gleich an Factorio denken. Wo ich gelesen habe hier, ja, dass man da industriell Sachen machen kann hier dann. Das geht doch dann schon ziemlich am Ziel vorbei, sage ich mal so. So, jetzt weiß ich hier nämlich allerdings auch nicht, wo was drin rumfährt, ne? Das ist jetzt auch wieder lustig. Da habe ich jetzt die Blaubeeren ja schon mal reingelegt. Ja, aber jetzt können wir hier mal gucken, zum Beispiel hier 6 Tage Lachsbeere. Dann haben wir hier Brombeere 6 Tage. Weintraube 6 Tage. Das dauert eine ganze Woche. Das Bier, das hast du schnell gemacht, ja. Kaffee, 1 Stunde. Der geht relativ schnell.
Da kann man ja fast dabei bleiben. 16 Kaffee. Ja, den alten Kaffee lege ich damit dazu. Ich meine, was mache ich damit? Ich weiß es noch nicht. Den Kaffee kann man teilweise auch verkaufen oder wir können halt immer einsetzen. Ob, apropos, warte mal, der tut ja jetzt hier nicht großartig was machen. Eine Energie. Ich möchte einen Kaffee, danke. 150 so ein Kaffee, das ist ganz schön teuer eigentlich. Ja. Da laufen nämlich ein bisschen schneller. So, und jetzt bei denen hier, wie sieht es denn da aus? Ja, da kann man jetzt immer gucken, wie lange es noch dauert, ne? Also, mich würde es halt wirklich mal interessieren, ob das zum Beispiel nach Ablauf von den 55 Tagen hier jetzt, ob das dann automatisch wieder in der Kiste landet. Das wäre meine Frage. Oder auch nicht. Ah ja, ich habe nämlich nach einem Mod gesucht, der zum Beispiel das hier alles beschleunigt hat, oder halt den Wein hier, dass der schneller produziert wird, weil wir ja so viel Früchte haben hier. Das ist ja ewig lang dauert hier. Das ist das alles zu verwurschteln. So. Jawohl, da kommt der erste Blitz hier oder so. Aber eingeschlagen hat er noch nicht. Keine Energie. So, hier gibt es wieder was zum Sammeln. Der Honig. Das kommt nach da unten. Die Schattenmeine, die kommt nach unten. Honig vom Mond. Ach, tatsächlich. Gibt es jetzt auch Unterschiede, dass der kategorisiert wird? Wildhonig, da steht nichts dabei. Ist der jetzt... Moment mal. Ach, das ist ein speziellerer Honig. Ja, dann werde ich den aber verkaufen, wenn der natürlich spezieller ist. So. Ja gut, die Maiskolben, die tue ich zu Ölpressen erst einmal vorläufig. Das andere kommt in die Küchenkiste. So, wenigstens wird jetzt praktisch hier die Truhe mit akzeptiert, wenn da was drin rumfährt. Das finde ich genial. So, Melonen müssen wir anbauen. Ich habe es nicht vergessen. Melonsamen haben wir, glaube ich, keine. Lass mich sehen. Ne, das ist Rotkohl. Ja, da müssen wir leider hier welche produzieren lassen. Was heißt leider? Naja, es ist halt eben so eine Sache. Ich will die teuren halt nicht verdingsen. Ja, mich ärgert es echt, dass die Felder immer so schnell kaputt gehen. Ich könnte es ja verstehen, wenn die jetzt, sag ich mal, in der neuen Saison kaputt sind, wie es ja ist und so. Aber jetzt, dass die so hier wieder zurückgehen, das finde ich also richtig blöd eigentlich. Das gefällt mir nicht so ganz. So, Melonsaat. 6 Stück. Das reicht aber nicht. Also der Ertrag ist nicht gerade so toll, wie ich das mal meine dafür. Brauche noch ein Päckle. So, bis das fertig ist, kann ich ja mal hier weitermachen. So. Und ich nerv mal wieder. Tierpatenschaft. So. Ein Tag noch, dann kommt eine neue Ente. Ja, dann wird wieder eine alte Ente ersetzt. Also, ja. Natürlich nur die Enten, die keinen universellen Namen von euch haben zum Beispiel. Ja, also das ist sozusagen bei mir so ein bisschen hier in Stardew Valley das Projekt. Kleine YouTuber spielen sich selbst sozusagen so artig. Also das hat ja damals Draconia und Dead vorgestellt, was es ist. Habe ich auch immer wieder mal hinten am Video verlinkt, damit man das nochmal anschauen kann. Es ist im Prinzip so gemeint, die Community oder auch jetzt hier auch andere Let's Player, die mit diese praktisch so auch zum Beispiel mein Video als angucken, dass man die zum Beispiel bekannter macht, dass man die mit reinnimmt hier ins Spiel. Aber wie gesagt, ich sehe es jetzt eigentlich mehr so, dass meine Zuschauer sich hier auch verewigen dürfen. Mein, im Grunde genommen ist bei mir erstmal jeder ein Zuschauer. Egal, ob der jetzt selber Videos dreht oder nicht. Ja, ich sehe es also einfach mal so. So, Mayo. Können wir wieder bauen.
So viele Gurgel haben wir momentan gar nicht. Ach, heute ist die Katze draußen. Das ist ja mal lustig. So, zeig mal an. Dann hätten wir ein Päckchen Melone. Das ist aber... Eieiei, ich komme jetzt durch beide reinschmeißen. Und jetzt kriege ich gleich 5 Packungen wahrscheinlich. Der Ertrag war jetzt nicht so toll. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nichts hier davon. Eine Melone habe ich, glaube ich, oben in die Küche, aber okay, das sollte jetzt aber liegen bleiben. So. Jawohl. Tja, ich brauche mir auch keine neuen Tiere kaufen, wenn hier nicht so großes Interesse besteht, dass hier Leute noch einen Namen haben wollen, sich hier verewigen. Aber es ist halt einfach auch so, das Spiel ist ja schon eine Weile älter und ja, ich kann es dann durchaus verstehen, dass es eigentlich für manche Leute langweilig wird hier. Dass sie sagen, ach, da spielt mal wieder einer Stardew Valley, ja, kenne ich schon, ist mir zu langweilig, da gucke ich jetzt nicht rein. Aber vielleicht gibt es auch andere Leute, die einfach nicht genug davon kriegen können oder so. Denen mache ich damit vielleicht eine kleine Freude. Die können hier gerne zugucken. Hier machen wir mal endlich wieder ein bisschen Käse. Wobei wir hier tatsächlich auch Käse nehmen können, den auch reifen lassen können in unseren Fässern. Das könnte man eigentlich mal machen. Wir nehmen uns mal einen Ziegenkäse und nehmen uns mal den normalen Käse mit. Den tun wir unten in den Keller rein. Ich nehme jetzt absichtlich mal nur den Standardkäse. Ah, die hat gerade eine Maus gefunden. So wie sie hüpft. So. Okay, 3 Melonen. Und ich habe 2 Reihen, also das ist eine ganz schlechte Ausbeute. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Das ist sehr traurig, finde ich. Aus einer Melone selber, wenn man eine Melone aufschneidet, da sind so viele Kerne drin. Also da kann ich es einfach nicht verstehen, dass die hier im Spiel so wenig Ausbeute geben. Oh, heute ist Wolltag bei den Hasen. Das sind nämlich alles Angora-Kaninchen hier, wie es ausschaut. Deswegen gibt es ja auch Wolle. So. Ich meine, ich könnte ja noch Rosshaar verkaufen. Ich habe ja ein Pferd. Und das tut sich ja auch ab und zu mal hier die Wolle abgeben. So, da haben wir 3x Standardwolle. Das heißt, die 3x Standardwolle, da können wir wieder mal ausnehmen und spinnen. Spinnen, bis der Arzt kommt, sozusagen. So, wir haben leider nur ein Rad, aber wir haben meistens nicht so viel Fell, dass wir da großartig spinnen. So, hier, wie schaut es denn hier aus? Da brauche ich eigentlich nicht nach dem Ei gucken, weil das haben wir erst auch eingesetzt im Nistkasten. Nein. Immer das gleiche hier. Ja. Also, ich esse gern Huhn zum Beispiel. Ich habe mir gerade überlegt, dass man die Hühner zum Beispiel auch, es wäre, ja, das wäre schon irgendwie schade oder so, dass man den Hühnern hier praktisch, boah, yes, das hat mich aber fast erschrocken, dass man den Hühnern hier einfach die Gurgel rumdreht sozusagen und die anbrät, dann sozusagen frisch gebratenes Hühnchen macht da draus, ne? Aber nein. Das ist ja irgendwo auch ein Kinderspiel hier, wenn man es mal so will. Mit einer niedrigen Altersbeschränkung sozusagen. Also, oder ist fast, ist gar keine drauf, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es einfach nicht. Das Spiel ist einfach so lieb gemacht hier, da braucht es keine Altersbeschränkung. So, lassen wir hier mal ein bisschen Käse reifen. Nicht reiben, sondern reifen. So, wie schaut es denn aus? Ah, der Käse geht schneller. Silber in nur 4 Tagen, Gold in 7 Tagen und Iridiumqualität in 14 Tagen. Ja, aber da ist dann schon ein Fall. Da fallen schon die Blätter runter. Also Herbst. So, weiter geht's. Ist da noch eine Mayonnaise entstanden? Nein. Hätte ja sein können. Wow. Okay, bis jetzt haben wir hier einmal einen Blitzeinschlag.
in dem Ding. Ja, aber es hat eigentlich zwei, dreimal so arg geblitzt hier. So, wie schaut's hier aus? Feenrosen sind wieder reif. Okay, Amaranth. Ich lasse das Zeug jetzt einfach mal. Ich lasse es jetzt einfach mal stehen. Ich ernte jetzt gar nichts. So. Ist mir jetzt einfach egal. Ich lasse jetzt erstmal alles reifen. Weil ich mache mir da immer so einen Hype hier und racker mich hier ab. Wobei die Bohnen ja kommen, die können wir schon mal hier einsammeln. Kaffee will ich haben. Kaffee. Das schöne Gebräu. Die beste organische Aufschwemmung, die es gibt. Ja. Naja gut, es gibt auch Leute, die keinen Kaffee mögen, okay. Da bin ich sehr tolerant. Also, es mag nicht jeder alles. Ich zum Beispiel mag keinen Ananassaft, das finde ich ekelhaft. Ja, jetzt einfach mal so als Beispiel rausgegriffen. Oder ich esse eigentlich auch keine Ananas. Also besonders jetzt so Dosenananas finde ich auch irgendwo ekelhaft. Frische, ganz frische Ananas, da geht schon wieder. Da esse ich manchmal ein paar Stücke von. Aber ich bin so generell kein wirklicher Freund von eben einer Ananas hier. Es gibt auch noch andere Früchte, die ich nicht so mag. Also bei Ananas ist es halt bei mir wirklich sehr schlimm, aber jetzt zum Beispiel Birne. Birne mag ich jetzt auch nicht so, aber ich esse auf jeden Fall. Wenn eine Birne da ist, dann esse ich die. Aber dass ich mir jetzt hier die raussuche, jetzt hier extra, das wird nicht passieren. Ja, ich verrate meine kleinen Geheimnisse. Ne? Aber naja. Das ist doch auch mal interessant. Manche YouTuber machen ein Frage- und Antwortspiel oder so. Oder so ein Frage- und Antwort-Video. Ja, finde ich als auch eine nette Idee. Ich mache es jetzt hier immer wieder mal so, dass ich selber von mir was hier preisgebe. Gut, man kann auch mal mich teilweise mal fragen in den Kommentaren. Und vielleicht mache ich auch eine Antwort im Video, dass ich dann im Video antworte. So, hier können wir an eine Kiefer einen Hahn anbringen. Also, es ist einfach so, manche Sachen, manche Fragen, die werden auch halt nicht beantwortet. Nicht mal hier Wort per Wort sozusagen, also im Kommentarfunktion. Aber manches, da sage ich auch offen dann auch im Video sozusagen. Aber dass ich speziell so ein Video mache mit Fragen. Naja. Das mache ich jetzt persönlich nicht so. Das sehe ich einfach mal so, als dass man es nicht unbedingt machen muss. Aber natürlich die anderen, die es machen, immer eine nette Idee. Und ich sage, richtig genial dann immer wieder. Aber da wart ihr auch dann ziemlich lang da dran gesitzt, um das zu bauen. Ne? Und das ist auch mit so Sonder-Jubiläumsfolgen-Videos hier, dass man, sag ich mal, so ab jeder 100er-Zahl eine neue Jubiläumsfolge macht. Das mache ich jetzt ja speziell auch nicht mehr. Ich bin leider immer sehr unkreativ, was das angeht. Dass ich da dann nicht einmal wüsste, was ich da dann besonders machen soll. Also, ja. Ich bin da sehr unkreativ, muss ich halt sagen. Ich lasse jetzt einfach mal auch das Harz hier über hier. So, jetzt haben wir eigentlich alles, ne? Soweit erstmal wieder auf dem Stand. So, es regnet, es ist blöd. Da können wir was verkaufen. Ja, ich kann halt noch nicht mal angeln, weil wenn es regnet. Doch, ich kann schon angeln, aber ich krieg halt nicht das, was ich möchte. Eine alte Puppe, ja schön. Die haben wir auch schon ein paar Mal gefunden. Andere Artefakte wären auch nice und ich habe halt gedacht, da wo die Hexenhütte ist, dass man da neue Artefakte findet. Naja, Pustekuchen. Dem ist leider wohl auch nicht so. Dann frage ich mich halt, wie man an die anderen Artefakte drankommen soll noch hier, weil es fehlen ja noch einige in der Sammlung. So, wo laufe ich denn eigentlich hin? So, ich möchte in Piers Stube.
Willkommen bei Piers. Ja, servus. So, bitteschön, ich verkaufe dir mal was Schönes. So, ja, also wir haben schon Kapazität an Geld. Also ich könnte jetzt auch wirklich grinden, so richtig. Und hier jetzt sagen, ja, wir gehen jetzt ständig in die Mine und tun hier halt Titanerz holen und so weiter. Oder wie heißt das? Ne, nicht Titan. Das violette Erz eben da. Und das kann man nämlich ganz gut verkaufen, die Barren. Ja, da wird man schnell zu Geld kommen. Aber, ja, es ist einfach für euch wahrscheinlich dann eh wieder viel zu langweilig. Wenn ich hier bloß noch Mine, Mine, Mine mache, oder das wäre wie ein, wenn ich den ganzen Tag angeln würde, das wäre auch nichts, oder? So sehe ich das einfach. Ja, und jetzt hier muss ich wieder für diese Folge einen originellen Serientitel überlegen. Einen Folgentitel. Ja, was mir auch immer bei der Morgensrunde hier nicht so leicht fällt. Wenn du nicht gezielt auf irgendein Event sozusagen eingehen kannst. Ah, guck an, eine Regenbogenforelle. Forelle, nee, Quatsch. Eine Regenbogenmuschel. Die haben am Anfang sowas von ewig auch wieder gebraucht und haben es nicht bekommen. So, das wird der alte Seebär hier. Ja, ich frage mich eigentlich, warum gerade er und immer am Regen dieses komische Amulett verkauft. Sagt er eigentlich noch was anderes? Ne, das sagt immer nur noch das. Freut mich, dass es funktioniert hat, Bursche. Ja gut, wenn wir jetzt da uns von der Frau scheiden lassen würden, dann könnten wir wahrscheinlich wieder ein neues Amulett kaufen. So ist meine Vermutung. Ja, wow, da hat es wieder geblitzt wie Sau. Da wird wieder einer unserer Blitzableiter in Funktion getreten sein. Was natürlich schön ist. So, ich gucke nochmal ganz kurz. Ja, Demetrius. Zu Demetrius müssen wir noch heute hin. Deswegen. Yep. Dem schenken wir noch ein Geschenk. Ja, das wäre ein Event. Naja, gut. Demetrius hat Geburtstag, der kriegt das Geschenk hier, was soll's? Ja, okay. Weiß gar nicht, wie habe ich die letzte Folge genannt? Das fällt mir schon gar nicht mehr ein. Servus. Da sind's alle. So, warte mal. Einen Bohneneintopf. Für Demetrius. Ah, du hast ja meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke! Grüße, bleib im Haus, wenn du dich warm halten willst. Da komm, es ist Sommer und der Regen ist warm. Okay, tschüss. Na, es gibt hier Gott sei Dank keine Krankheit sozusagen, dass der Charakter krank werden könnte, also. Ja, gut, ich überlege mir mal, was wir dann die nächste Folge machen. Rein von der Sache her. Gut, den Keller haben wir jetzt mal gemacht, also er ist noch nicht so jetzt fertig, wie ich mir den vorstelle, aber. Uiuiuiui. Also ich glaube immer, wenn ich hier im Bild bin, dann schlägt er nicht in so ein Ding ein, glaube ich. Obwohl er das ja müsste. Also ich glaube, wir gehen vielleicht heute mal wieder in eine Mine rein. So, die Puppe kommt weg. Der Rest wird aufgehoben. Ja gut, da müssen wir uns aber jetzt schicken, weil Pam jetzt bald nicht mehr da ist. Wir müssen ja nicht in die Wüstenmine, aber wir können, aber es wäre halt schöner, ne? Gut, Leute, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.